Diese Woche in Vaticano. Wir besuchen Florenz, um die sakrale Kunst dort zu erforschen und die Künstler dieses göttlichen Handwerks zu treffen. Haben Sie jemals Gottes Stimme auf Erden gehört? Verpassen Sie nicht unsere Geschichte über geistliche Musik. Der obdachlose Jesus findet Obdach in Rom. Treffen Sie Timothy Schmalz, den Schöpfer dieser bewegenden Statuen. Dies und mehr sehen Sie jetzt in Vaticano. Florenz, die Stadt der Künste. Vom 13. bis zum 16. Jahrhundert war dies die Kunsthauptstadt Europas. Dante Alighieri, der Vater der italienischen Sprache und Literatur, und Michelangelo, einer der bedeutendsten Bildhauer der Geschichte, sind beide hier geboren. Und was in Florenz aufblühte, erreichte bald auch den Rest Europas. Innerhalb dieser Mauern begann eine der reichsten Kulturepochen. Die Renaissance. Brunelleschis Design für den Dom wurde der Prototyp für den Petersdom im Vatikan. Bis heute ist die Stadt ein aktives Zentrum der Kultur, das seine Tradition lebendig hält. Und es war genau hier, wo die Schule für sakrale Kunst Florenz geboren wurde. Es ist eine Schule, welche Künstler, Theologen, Kunsthandwerker und Studenten versammelt, die alle ein Ziel haben: ihrem Glauben durch Kunst Ausdruck zu verleihen. Die Schule wurde vor 5 Jahren geboren. Die Idee stammt von einem jungen irischen Bildhauer, Donny McManus. Er stellte fest, dass die sakrale Kunst über viele Jahrhunderte Menschen den Glauben nähergebracht hat, sie an die Sakramente, das Mysterium und das Gebet herangeführt hat. Und er erkannte, dass wir auch heute eine neue Generation von Künstlern und Handwerkern heranbilden müssen, die fähig sind, die Schönheit des Heiligen greifbar zu machen. Der Direktor der Schule für sakrale Kunst in Florenz, Giorgio Fozzati, ist überzeugt, dass eine solide Ausbildung der Schlüssel für die Qualität von Kunstwerken ist. Wir haben 3 wichtige Kapitel ausgewählt: die Theologie des Leibes von Johannes Paul II., den Geist der Liturgie von Benedikt XVI. Und George Steiners Theorie der Realpräsenzen. Wir haben uns entschieden, die Grundlagen der Schule auf diese 3 Säulen aufzubauen, weil wir wollten, dass die Ausbildung profund und gründlich ist. Accurata, molto profonda. Die Schule ist eine internationale Einrichtung. Die meisten Studenten stammen aus Italien, aber es gibt auch eine größere Anzahl von Ausländern. Tatsächlich ist jeder hier zum Studium willkommen. Einzige Voraussetzung ist die Verpflichtung auf das Ziel der Schule: sakrale Kunst herzustellen. Wir wollen die Menschen, ihre Seelen mit Gott verbinden, mit dem Geheimnis. Und wir wollen ihnen helfen zu beten. Benedikt XVI. Unterscheidet zwischen sakraler Kunst und religiöser Kunst. Sakrale Kunst lebt aus einigen Regeln und die Aufgabe des Künstlers ist es, ihnen treu zu sein. Benedikt XVI. Geht so weit zu sagen, dass der Künstler eins werden müsse mit seinem eigenen Werk, sodass das, was am Ende steht, nicht der Künstler ist, sondern das Mysterium. Und je mehr dem Künstler das gelingt, desto besser kann ein Werk der sakralen Kunst zu uns sprechen, etwas vermitteln und den Leuten helfen, dem Glauben, den Sakramenten und dem Gebet näher zu kommen. Das ist das, was die sakrale Kunst so besonders macht. Sie dient der Liturgie, der Feier der Eucharistie. Die Schule folgt dem traditionellen Weg der Wissensvermittlung durch Ausbildung in Workshops. La nostra è una scuola bottega, per cui di fatto. Unsere Schule basiert auf Workshops. So lernen unsere Studenten Neues, indem sie daran arbeiten. Dabei handelt es sich um Auftragsarbeiten.
Vor einem Monat etwa wurde bei uns ein Altarstück von der Kirche unserer lieben Frau der Rettung in Livorno in Auftrag gegeben. Und es war der Student der Malerklasse, der es realisiert hat. Hanno fatta gli studenti del corso di pittura. I collaborated in a painting. Ich habe an den drei Gemälden mitgewirkt, die wir mit der Schule geschaffen haben. Wir haben sie für die Kirche in Livorno hier in Italien gemacht. Und ich war so glücklich, unser Gemälde in dieser Kirche zu sehen und all die Menschen, die davor gebetet haben. Die Kombination von kirchlicher Tradition, dem florentinischen Kunsthandwerkstil und zeitgenössischer Techniken macht diese Kunstschule zu einem einzigartigen Ort, wo man sakrale Kunst studieren und schaffen kann. Unser Motto ist Vorwärts mit Tradition. Wir versuchen, die Tradition der Kirche, das Evangelium, das Wort Gottes zu respektieren und daran festzuhalten, indem wir neue Formen ausprobieren. Eine neue künstlerische Sprache, welche zu den Menschen von heute sprechen kann, aber auch zu denen von morgen. La gente di oggi, ma anche la gente di domani. Der christliche Glaube bündelt sich in der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Dieses Ereignis öffnete die Tür zu einer künstlerischen Darstellung Gottes. Gott wollte von den Menschen gesehen werden. Die Schule folgt keinem besonderen künstlerischen Stil. Sie lehrt, das Herz zu öffnen für die transzendente Schönheit. I pray in every moment. Ich bete in jedem Augenblick. Denn bevor ich zu malen beginne, muss ich in das eintreten, was dieses Bild werden soll, damit ich es dann in der besten Weise darstellen kann. Und auch während des Malens selbst bin ich gerufen, immer in einer engen Verbindung mit Gott zu stehen, damit er derjenige sein kann, der in dem Bild gegenwärtig ist. Wir haben viele Bekehrungen und überraschenderweise auch viele Berufungen. Zwei unserer früheren Studentinnen haben hier eine besondere Berufung empfangen und sind als Ordensfrauen in ein Kloster eingetreten, während sie hier an der Schule waren. Es ist sehr ermutigend zu sehen, dass sakrale Kunst die Menschen dem Glauben näher bringen kann. Und da das so viele Jahrhunderte lang geschehen ist, kann es auch heute geschehen. Obwohl die Schule erst vor 5 Jahren gegründet wurde, hat sie sich bereits einen Namen gemacht, dank der hohen Qualität der Werke ihrer Künstler. Die Einstellungsquote bei den Ex-Studenten ist sehr hoch, um die 70%. Einst war Florenz die lebende Bühne für eine Explosion der Kultur, welche der Welt Michelangelo und Dante schenkte. Vielleicht ist die Schule für sakrale Kunst ja der Beginn einer neuen Renaissance, welche erneut unsere Kultur verändern und das Heilige in die zeitgenössische Kunst hineintragen wird. Während der Feier der Heiligen Messe sind alle Sinne der Gläubigen angesprochen. Der heilige Johannes Chrysostomus sagte, wenn die Heilige Messe gefeiert wird, dann ist das Heiligtum gefüllt mit zahllosen Engeln, welche das göttliche Opfer auf dem Altar anbeten. Man kann die Gegenwart Gottes in der Eucharistie sehen, berühren, riechen, hören und sogar schmecken. Das Zweite Vatikanische Konzil sagte in der Liturgiekonstitution, dass die Gläubigen sich während der heiligen Handlung vollständig dessen bewusst sein sollten, was sie tun, indem sie aktiv an der Liturgie teilnehmen und sich von ihr beschenken lassen. Während der Messe kann der Mensch Gottes Gegenwart auf dieser Erde erfahren. Die Qualität der sakralen Kunstwerke, der Musik und der Architektur sind daher von höchster Bedeutung. Wir haben vorhin bereits von der sakralen Kunst gehört und davon, wie sie sich von religiöser Kunst unterscheidet. Eine ähnliche Unterscheidung gibt es zwischen sakraler Musik und liturgischer Musik.
Wir haben Monsignor Pablo Collino getroffen, den emeritierten Kapellmeister des Petersdoms, um mehr darüber zu erfahren, was aus sakraler Musik liturgische Musik macht. Nicht jede sakrale Musik oder Musik, die ein sakrales Thema hat, ist liturgische Musik. Liturgische Musik hat mit den Ritualen des universalen Kults zu tun. Und wenn ich das so sage, dann muss ich mich selbst fragen, ob die Musik, von der wir heute denken, sie würde sich für die Liturgie eignen, auch wirklich wahre liturgische Musik ist. Die Musik der Liturgie ist in der kirchlichen Lehre verwurzelt. Sie kann nicht erfunden werden, indem man beispielsweise ein erfundenes, vielleicht sehr unschönes Wort benutzt. Sie kommt von der Kirche selbst, die die Verantwortung hat, uns zu unterweisen, zum Heil zu erheben. Allgemein gesprochen ist sakrale Musik jede Art von Musik, die sich vom Heiligen inspirieren lässt. Das kann sowohl sakrale Konzertmusik sein, als auch Musik der Liturgie. Sakrale Musik ist das Genre und das Wort der Liturgie macht den Unterschied. Liturgische Musik ist mehr als sakrale Musik. Der heilige Papst Pius X. investierte viel Zeit und Anstrengung in die Verbesserung der Musik, die für die Liturgie verwendet wird. Aus diesem Grund wird Pius X. auch der Papst der sakralen Musik genannt. Er war schon immer meine Inspiration. Ich glaube, dass alles, was die Päpste nach ihm gesagt haben, auf dem aufbaut, was er gesagt hat. Er war Patriarch von Venedig, bevor er um das Jahr 1900 nach Rom kam. 1903 schrieb er die Magna Carta zur sakralen Musik. Er hat auch verfügt, welche drei Eigenschaften aus der sakralen Musik jene Art von Musik machen, die für die Liturgie geeignet ist. Er sagte, dass die sakrale Musik zum Lobpreis Gottes geschaffen wurde, und zwar nicht indirekt, wie manche meinen, sondern direkt. Zum direkten Lobpreis Gottes also und zur Erbauung der Gläubigen, zu ihrer Heiligung, Bildung und Erleuchtung. Eine Erleuchtung, die das Heil im Blick hat, nicht eine Erleuchtung irgendeiner anderen Art. Der heilige Papst Pius X. stellte fest, dass sakrale Musik unbedingt drei Eigenschaften haben müsse. Es gibt also drei Eigenschaften, die sakrale Musik haben muss, damit sie sich für die Liturgie eignet. Erstens, sie muss vom Heiligen herrühren. Sie muss gesund sein, im moralischen Sinn des Wortes. Zweitens, es muss sich um qualitätsmäßig gute Musik handeln. Sie muss also von jemandem geschaffen worden sein, der Musik studiert hat, sich mit ihr auskennt. Also den Unterschied zwischen Volksmusik, gregorianischer Musik und moderner Musik kennt. Wer diese Musik geschaffen hat, muss also eine fundierte Ausbildung haben. Sakrale Musik muss von guter Qualität sein. Nicht ein monotoner Singsang, den jemand geschrieben hat, der nicht weiß, was eine Sentenz, eine Dominante, ein Riff ist. Der nicht weiß, wie wichtig die richtige Atmung ist. Es muss jemand sein, der vor allem die Regeln der Akzente und der Intonation kennt. Akzente geben den Worten Leben. Wenn man also etwas durch Musik zum Ausdruck bringen will, muss man sich das vor Augen halten. Das Wort Akzent steht nämlich für ad cantus und das wiederum beschreibt das, was es möglich macht, dass ein Wort gesungen werden kann. Die zweite Eigenschaft, die sakrale Musik haben muss, damit sie sich für die Liturgie eignet, ist, dass es gute Musik sein muss, akademische Musik. Musik, die jemand gemacht hat, der sich damit auskennt. Die dritte Eigenschaft schließlich, die sehr wichtig ist, ist die Universalität der sakralen Musik. Es freut mich sehr, dass das sogar ein Papst schriftlich festgehalten hat.
Diese drei Eigenschaften verwandeln ein Stück sakraler Musik in Musik, die die Stimme Gottes zu uns Menschen auf der Erde bringen kann. Die ganze Menschheitsgeschichte hindurch haben sich Künstler immer wieder von der Religion inspirieren lassen. Viele Meisterwerke der Kunst sind Darstellungen Gottes, der christlichen Tugenden, illustrieren die Geschichten aus der Heiligen Schrift. Nach und nach konnte die christliche Kunst, die in der Dunkelheit der römischen Katakomben geboren wurde, ans Tageslicht treten und ihre Schönheit über die ganze Welt verbreiten. Viele bedeutende Künstler waren Christen. Michelangelo, Raphael, Caravaggio, Bernini. Doch in den letzten zwei Jahrhunderten hat sich etwas verändert. Während die christliche Kunst noch die Schönheit darstellen und Gott offenbaren wollte, tendieren die neuen Kunstströmungen immer mehr zu abstrakten Darstellungen und einer möglichst großen Ausdrucksfreiheit. Statt fester Bestandteil unserer Gesellschaft zu sein, ist die christliche Kunst heute oft nur noch bei Ausstellungen in Museen zu finden. Ist in unserer modernen Kultur überhaupt noch Platz für die christliche Kunst? Timothy Schmalz, ein kanadischer Bildhauer, ist zuversichtlich. Seiner Meinung nach hat die christliche Kunst nicht nur eine glorreiche Vergangenheit, sondern auch eine unsterbliche Zukunft. Eines steht fest: Solange es das Christentum gibt, wird es auch Künstler geben wie mich, die es auf verschiedene Weisen zum Ausdruck bringen wollen. Sei es nun in Form von Liedern, Gemälden oder Skulpturen. Ich denke, dass wir gerade heute das Antlitz Gottes zeigen müssen. Wir müssen den Menschen die Evangelien nahebringen. Die Aufmerksamkeit der Menschen unserer Zeit wird heute von so vielen Dingen abgelenkt. Das Christentum ist eine Kraft, die auf möglichst viele Weisen dargestellt werden muss. Und die Kunst ist ein Werkzeug, das sich ganz fantastisch dazu eignet. Timothy hat sich schon als junger Mann der Bildhauerkunst gewidmet. Im Alter von 20 Jahren hat er eine künstlerische Bekehrung erlebt. Seitdem befasst er sich fast ausschließlich mit Werken, die das Christentum preisen. Die westliche Kunst war bis zum letzten Jahrhundert vom Christentum, vom Katholizismus geprägt. Und ich versuche mit meiner Kunst, die Beziehung zwischen Kunst und Katholizismus noch enger werden zu lassen. Timothy war vor kurzem in Rom, wo er sein Projekt Matthew 25 abgeschlossen hat. Es ist ein Projekt, das die Botschaft repräsentieren soll, die im Matthäusevangelium Kapitel 25 enthalten ist. Ich wollte Skulpturen schaffen, die das verkörpern, was dort steht. Im Rahmen des besagten Projekts wurden 5 Skulpturen angefertigt, die an verschiedenen Plätzen in Rom aufgestellt wurden. Jede dieser Skulpturen fordert den Betrachter auf, in sich zu gehen und die Worte zu meditieren, die Jesus im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums sagt. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Vor dem Krankenhaus Santo Spirito haben wir die Skulptur, die den Hungrigen und Durstigen darstellt. Einen unter seinem Umhang fast unkenntlich gemachten, zusammengekauerten Bettler. Bei genauerer Betrachtung sieht man jedoch, dass seine Hand die Hand Jesu ist. Neben ihm stehen eine Tasse und ein Teller, die Essen und Trinken repräsentieren. Auf der linken Seite befindet sich die nächste Statue. Ich war krank und ihr habt mich besucht.
Ich habe mich immer gefragt, wie man dieses »Ich war krank und ihr habt mich besucht« in eine Skulptur umsetzen kann. Und dann habe ich die ganze Kraft in die Gestik gelegt. Die Figur verdeckt ihr Gesicht mit der Hand. Sie erweckt den Eindruck, dass hier jemand ist, der wirklich leidet. Die andere Hand ist flehend zum Besucher ausgestreckt. Das Gesicht Jesu ist verborgen. Die Statue repräsentiert alle Kranken dieser Welt. Wer an ihr vorübergeht, wird daran erinnert, dass jeder, der Kranke besucht, tatsächlich Jesus begegnen kann. Dann haben wir den Passus, ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Diese Skulptur war die schwerste von allen, denn ich musste mich ja fragen, wie ich den nackten Jesus und die Kleider darstellen sollte. Ich war damals gerade in Rom, in einem Hotel gleich beim Vatikan, das ironischerweise Aussicht auf den Vatikan hieß. Und meine Aussicht waren die Obdachlosen, die auf der anderen Straßenseite in einem Hauseingang schliefen. Für mich war an Schlaf gar nicht zu denken. Ich war viel zu aufgeregt darüber, dass ich in Rom war. Und so betrachtete ich also diese Obdachlosen, die sich mit Pappdeckeln zugedeckt hatten, bis mir klar wurde, dass diese Pappdeckel alles für sie sind. Sie dienen ihnen nicht nur als Kissen, sondern schirmen sie auch vom Rest der Welt ab. Und als ich am nächsten Morgen aufwachte, da wusste ich, wie ich den nackten Jesus darstellen müsste. Als jemanden, der unter einem Pappdeckel Zuflucht sucht, damit keiner seine Blöße sieht, eine Hand ausgestreckt, damit wir ihn bemerken, Mitleid mit ihm haben. Diese Statue steht im Säulengang der Kirche St. Petrus in Ketten. Auch hier ist das Gesicht verborgen. Nur die Wunde an ihrer Hand erinnert uns daran, dass die Figur in Wahrheit Jesus ist. Der Passus, ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen, wird durch einen Reisenden mit Rucksack dargestellt. Die Figur steht am Eingang einer Basilika aus dem 15. Jahrhundert, San Lorenzo in Lucina. Er ist heroisch, aber er ist ganz unverkennbar ein Fremder, ein Reisender, der erschöpft ist. Und jetzt steht er in der Kirche San Lorenzo in Lucina, wo man sich schon immer um die Armen gekümmert hat. Dass man die Skulptur also gerade hier aufgestellt hat, ist fantastisch. Die Statue gemahnt den Betrachter daran, dass wir in jedem Menschen, der Obdach sucht, Jesus sehen können. Dann haben wir noch die Statue in der Basilika St. Paul vor den Mauern. Hier geht es um den Passus, ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und diese Skulptur war alles andere als einfach. Jesus in einem Obdachlosen, einen Armen zu sehen, ist ja nicht schwer, aber in einem Häftling? Es war eine ziemliche Herausforderung für mich. Ich musste mich ja auf die Botschaft Christi konzentrieren, durfte mich nicht von meiner eigenen, weltlichen Sicht, die ich von Kriminellen habe, ablenken lassen. Diese Skulptur zu schaffen, war wie Medizin für mich. Hier haben wir einen Gefangenen, der sich mit einer Hand an die Gitterstäbe klammert und die andere flehend dem Betrachter entgegenstreckt, darum bittend, ihn nicht zu vergessen. Timothy bezeichnet diese Skulpturen als visuelle Darstellungen des Evangeliums. Im März 2016 hat er sein Projekt mit der Statue des obdachlosen Jesus begonnen. Diese Figuren befinden sich nicht nur im Vatikan, sondern inzwischen auch in anderen Städten auf der ganzen Welt. Ein obdachloser Jesus wurde erst vor kurzem bei der Andreaskirche in Moskau aufgestellt. Eine Statue wird bald vor der katholischen Kathedrale von Singapur stehen, eine weitere in der Dreifaltigkeitskirche der Jesuiten in Johannesburg. So findet der obdachlose Jesu überall auf der Welt ein Zuhause und wird die Menschen hoffentlich daran erinnern, dass jedes menschliche Leben heilig ist und wir als Christen nicht umhin kommen, Jesus in all unseren Brüdern und Schwestern zu sehen. Bevor er sich ans Werk machte, hat sich Timothy gefragt, welche Darstellung Jesus wohl für sich gewählt hätte. Und ich habe mir gedacht,
dass es Jesus wohl kaum interessieren würde, als schöner Mensch in schöner Kleidung dargestellt zu werden. Er hätte es sicher vorgezogen, in sein Wort gekleidet zu sein, damit dieses Wort auch wirklich zum Ausdruck kommt. Und da habe ich beschlossen, das darzustellen, was er sagt, und nicht die Schönheit oder Details seines Gesichts. Timothy ist davon überzeugt, dass die Evangeliumswahrheiten den Menschen an einem öffentlichen Platz nahegebracht werden sollten, an Orten, an denen sie am wenigsten damit rechnen, Jesus zu begegnen. Und er hofft, dass die Menschen, die an diesen Skulpturen vorbeikommen, wenigstens einen kurzen Moment innehalten und an das Evangelium denken werden. Wir danken fürs Zuschauen. Schalten Sie in einer Woche wieder ein für die nächste Ausgabe von Vaticano.